Na du? Na du? Bock auf den Stein? Na du? Christian Kopf drauf! 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 Oh, hoppala. Komm, ich mach dir ein Loch. Ich mach dir ein Loch. Da fällst du rein. So. Und damit erstmal herzlich willkommen zu Folge 2 Minecraft, dem Creative Modus. Ist das groß? Ich werd bekloppt. Alter Falter. Bin ich denn verrückt? Meine Güte. So, wir haben in der letzten Folge ja ein wenig die obere Etage angefangen. Dort werden wir natürlich, das werden wir natürlich weiterführen. So. Da, 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 da. Ja, ich bin echt mal gespannt, was ihr unter den Videos schreibt. Unter den Minecraft-Videos. Wie gesagt, wenn ich diese Folge jetzt hier aufnehme, Folge 2, habe ich das erste noch gar nicht fertig gerendert und noch gar nicht fertig geschnibbelt beziehungsweise hochgeladen. Und ja, das heißt, ich denke mal ab Folge 5 denke ich mal, dass ich da so ein bisschen auf eure Meinungen eingehen werde. Okay, also habe ich da hinten tatsächlich zu klein zusammengebaut in der letzten Folge. Also der Abstand zwischen dem Pfosten und dem Pfosten ist zu wenig, zu klein. Aber egal, das ist nicht schlimm. Schlimm, schlimm. Das heißt, wir können jetzt trotzdem hier fleißig weiter buddeln und bauen. So. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus, genau. Machen wir mal einen schmaler, einen breiter und einmal so ein bisschen im Wechsel. Das tört mich jetzt voll an, wollte ich jetzt gerade sagen. Das sieht supi aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was habe ich denn in der ersten Folge gesagt? Achso, genau. Ich hatte ein wenig gelurcht im Internet. Und hatte da ein ähnliches Gebäude oder ein Gebilde gefunden, was vom Ansatz her oder vom Grundbau jetzt so, wie es jetzt hier vorne aussieht, die Front exakt fast genauso aussieht, ja. Aber ich habe gesagt, der Rest, ja, den Grundaufbau, den gucke ich mir an, baue den ein bisschen nach und den Rest, den lasse ich mir einfallen. Ja, so viel Fantasie. Ich habe keine Fantasie. Ich habe keine Fantasie. Ich weiß nicht, wie das geht. Hallo, ich habe keine Fantasie. Ich bin da ran. Ich habe keine Fantasie. Ich habe nur meine Bonita. Die ist da unten. Da ist Bonita. Ne, Bonita ist braun, ne? Oder? Oder war die weiß? Ihr könnt es mir wahrscheinlich sagen. Und hoch. Ja. So. Ich denke mir mal, dass ich hier zwischen einmachen werde. Ja. So. Ja. Ja. Könnte ich Gefallen dran finden. Huch, nee, so nicht. So. So. Ja, finde ich Gefallen dran. Ist mal was anderes. Ist immer so ein bisschen so... Ja, sieht ein bisschen... Sieht ein bisschen aus wie so ein Haar. Oder wie so ein von früher Space Invaders. Die von oben runterkommen. Die Aliens. Ja, ist ein bisschen in meinem Wechsel. Finde ich gar nicht mehr so schlecht. Natürlich müsste man jetzt immer schön parallel bauen. Aber... Ich lasse das mal so, das ist gar nicht mal so verkehrt. Dunlo Bonita. Bonita, hallo. Hallo, wenn ihr rangeht. So, das heißt, wir könnten, Theo, da haben wir jetzt noch drei, ne? Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist natürlich nicht gerade. Schon 8 wäre besser. Ideal, Karl, sag ich dazu einfach mal. Sieht schon atemberaubend aus. Das heißt, ich werde jetzt dort den doppelten Rittberger machen. Wir machen das ganz anders. Ich mache dieses H weg. Ja. Zack, 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 zack. Und werde jetzt diesen Zweier hierhin zimmern, sodass er über diesen Eingang ist. Ja, so. Dann haben wir nämlich hier diese große Fensterfront, die werde ich da auch machen. Und die hinteren beiden werde ich genauso exakt machen wie die da hinten, wenn ich noch weiß, wie die waren. Oder auch immer. Oder keine Ahnung, oder ich rufe Tine Wittler an. So, was habe ich gesagt? Ich wollte jetzt noch so eine Fensterfront machen, ne? Es wird schon wieder dunkel, das gibt's doch gar nicht. Huch, falsch. Falscher Stein, ich wollte den dunklen Block. So.
Also, dann wollen wir mal weiterbauen. Ja, ich freue mich echt, wie gesagt, schon auf tierisch, auf Metro und auf Alien Isolation. Da bin ich mal auch mal gespannt, wie eure Reaktionen dann sind im Stream bei Alien. Ich freue mich wie ein Schnitzel, was in der Pfanne brät und sich wendet. Ja. Ja. So, so, so. Ich bin erleuchtet. Zack und zack. So, jetzt haben wir diese Fensterfront, haben wir dann fertig. Ja, das sieht dann wenigstens. Es soll ja wenigstens ein bisschen ähnlich werden. Ja, also es soll ja nicht komplett karg und durcheinander aussehen, sondern es soll schon was, nach was werden. Also da haben wir jetzt gemacht dann diese Dreier. Aber da haben wir auch. Ah, das ist ja wieder schmaler, ne? Das heißt, wir müssen uns für jeweils anderes einfallen lassen, weil es hier schmaler ist. Ich würde sagen, wir machen einfach hier in der Mitte einfach ein. Ja. Wenn ich die Mitte treffe, Mitte geht nicht treffen. Mitte geht nicht. Mitte geht nicht. Machen wir einfach so. Ja. Fertig. Fertig. Machen wir das H. Machen wir das H einfach da hinten hin. Und jetzt müssen wir diesen Dreier bauen. Mal ein bisschen schneller fliegen. Hui. So. Tak, 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 tak. So. Zum Thema. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Vielleicht helfen ihr mir auf die Sprünge, was ich sagen wollte. Ihr könnt bestimmt in mein Gehirn reingucken. Was wollte der Reflex jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Mein Name ist Peter Maffay und ich bin zu klein. Ja. So, was war das denn jetzt hinten nochmal gewesen? Ach so, ein Dreier, ne? Genau, ein Dreier. Wir machen ein Dreier in Minecraft. Na, 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 nicht das, was ihr denkt, ja? Also drei Säulen. Das ist schon mal falsch. Das ist schon mal ganz falsch. So. Meine Güte. So, so, so. So und so. Ich glaube, das ist so korrekt, ne? Oder? Außen breiter, innen schmaler. Ja. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Zahnarztspruch. Hey, mach mal Füllung 6 außen breiter und innen schmaler. So, und dann fehlt uns jetzt noch hier der Außenmann mit dem Haar. Und dann haben wir diese Etage auch schon so gut wie fertig. Also zumindest ja, der Vorbau. Ist quasi wie so eine, wie so ein Wilden Westen, wie die früher gedreht worden sind. Vorne nur einfach so ein Saloon, so eine Wand und auf der Rückseite ist einfach gar nichts. War früher in Filmen übrigens so gewesen. Das wissen viele gar nicht, dass bei früheren Wild-West-Filmen war das so gewesen, dass man diese Filmkulisse, die es gab, hat man dann einfach aus Holzbrettern hat man sich einfach eine, ja quasi eine Kulisse gebaut, geschustert. Ach, hier sind auch wieder zwei. Ach, dann ist es vielleicht doch richtig. Naja, was wollte ich sagen? Achso, eine Kulisse. So, wir wollen das Haar machen. Eine Kulisse gebaut aus Holzbrettern, die aber natürlich nach was aussahen. Und dann hat man sich zum Beispiel man kennt es ja aus Wildwestenwissen, so Saloons und sowas gemacht. Und dann sah das quasi so aus wie so ein echtes Gebäude, weil meistens stand die Kamera immer dann davor. Also wenn man so eine Außenszene gehabt hat, ne, so eine Kamera wie jetzt hier zum Beispiel. Und wenn das jetzt da hinten so der Saloon war, war das einfach so eine Holzwand. Quasi unten waren so die Schwingtüren, die waren auch richtig eingebaut mit dem Eingang. Oben drüber stand Saloon. Ja, und so eine Fensterscheibe und sah dahinter halt, konnte man ja nicht sehen, weil man halt immer nur davor gesehen hat als Zuschauer von diesem Film. Und so wurden halt die Außenszenen dann gedreht. Aber wenn man wirklich auf die Rückseite dann einfach geschaut hat von diesem Ding, war nichts. Es war gar nichts. Es war einfach nur eine Holzwand. Und so haben die halt früher diese Kulissen gebaut, um den Eindruck zu erwecken, mein Gott, das ist eine wirkliche Wildweststadt und nicht nur mit Saloon, sondern auch mit anderen Gebäuden. Und wenn sie dann halt Szenen drin drehen mussten, haben sie natürlich das Ganze im Studio gemacht. Aber das ist schon sehr raffiniert, natürlich heutzutage technikmäßig geht da viel, viel mehr, klar. Aber früher war das so gewesen. Schön, hatten wir auch mal eine kleine,
Ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Seid ihr jetzt auch wieder ein bisschen schlauer geworden, was das angeht? Muss ja auch mal sein. So, und ich bin jetzt total überfragt, was ich machen soll. Nein, natürlich nicht. So, wir werden jetzt hier natürlich erstmal anfangen, eine Wand zu ziehen. Ja, die Wand soll... Tja, wie ziehe ich denn die Wand? Jetzt bin ich echt am Rätselraten. Huch, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte ins Menü. Ich wollte mal ganz schnell schauen. Mal kurz gucken. Was ich dafür nehme... Ich werde mich, glaube ich, für... Den habe ich ja, ne? Den Steinziegel. Den Steinziegel werde ich, glaube ich, mal verwenden. Obwohl, das ist der Boden, ne? Oder? Steinziegel? Ne, doch nicht. Werden wir hier eine Wand ziehen? Ja, das ist unsere erste quasi Vorwand, die aber dann nochmal nach hier ragt. Weil hier kommt auch nochmal ein Fuß hin. Den werde ich jetzt erstmal hier kundtun. Und bauen. So. Ja, das sieht schon mal nach was aus. Das wird mächtig. Das kann ich euch versprechen. Das wird groß und mächtig und hat ein wie 2,60 Meter. Nein, ich spreche es nicht aus. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 breit. Machen wir mal 10. 9, 10. Genau. So, das sieht doch super aus. Supi, das ist supi. Super geil. Das ist super geil. Hoppala. Ich will runter. Nein, da drunter bauen. Ich bin ein fleißiger Bauarbeiter. Fiederalalala. Und ich baue daneben. Ja, toll. Was eben? Das passt. Das passt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das passt. Ich halte mal Wasserwaage drin, dann geht wieder. So, dahin. So, genau. Ja, das wird unsere erste Außenwand. Ich werd verrückt. Ich drehe am Rad. Ich werd bekloppt. So. Die wird mächtig. Die wird echt. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so mächtig wird. So. Ich hatte sogar im einen Level, muss ich dazu sagen. Ich hatte vor den Creative einfach mal ausprobiert gehabt. Und meine Güte. Und da hatte ich vorher kein flaches Land gewählt, sondern so ein bergiges. Und das Problem dabei war gewesen, erstmal eine flache Fläche zu finden. Dann hatte ich eine gefunden, da war eine Menge Wasser war da gewesen. Ja, Problem an der ganzen Show, erstmal das Wasser wegbekommen. Das heißt, ich habe da erstmal stundenlang habe ich erstmal gepopelt, bis ich erstmal das Wasser zuzementiert habe quasi. Ja, aber so viel dazu. So. Ja, ich muss mich auch nochmal bei vielen, vielen von euch bedanken, die natürlich in der Let's Play Live Show auch immer wieder so ein paar Tipps geben, so was auch was Filme angeht. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, ja, hier Katakomben zu gucken. Den muss ich unbedingt noch sehen. Bin ja auch so ein großer Horrorfilm-Fan. Ich habe jetzt vor kurzem mir Grave Encounters 2 reingezogen und mir angeschaut. Ich war nicht so begeistert, muss ich sagen. Da fand ich den ersten Teil besser. Von Grave Encounters. Falls einigen das nicht sagt, Grave Encounters ist halt so ein bisschen so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Found-Footage-Film. Das geht halt darum, wenn man hier so eine... Nein. Sie leuchtet, wenn sie unter Strom steht. Na toll, woher soll ich denn das wissen? Eben so ein paar Fackeln hier. Ich wollte nämlich ein bisschen Licht hier haben. Nein, kein Hebel. Kein Hebel. Ich will eine Fackel haben. Wollen wir denn nochmal Fackeln? Hier war, glaube ich, Fackeln, ne? Feuerzeug. Geh mir bloß weg mit Feuerzeug. Ich habe mein erstes Haus angezündet damals. Im Livestream sogar. Vor Publikum. Das war mir peinlich. Redstone-Fackel. Wo sind denn die normalen Fackeln? Ach, da. Da. Fackel, 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 Fackel. Obwohl, ich habe ja eh unendlich, oder? Zack. Ah, wenigstens ein wenig Licht hier ins Dunkle gebracht. Blub, 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 blub,
Blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. So. Ich weiß, dass ich die Fackeln auch irgendwann wieder wegmachen muss, ja. Aber jetzt habe ich erstmal ein bisschen Licht. Ich glaube, ich werde hier oben auch erstmal eine Fackel hinknallen. Hier so. Dann habe ich da oben auch wieder ein bisschen Licht. So. Und da, glaube ich, erstmal einen hin. So, da haben wir wenigstens ein bisschen Licht. Hier sieht ein bisschen komisch aus. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Grave Encounters. Grave Encounters Found-Footage-Film dreht in einer Anstalt, die angeblich, ja, so unter Quarantäne steht. Oder beziehungsweise so, angeblich soll es da spuken. Und so ein Kamerateam geht da rein, um dann halt Dokumentation, quasi Dokumentation und Film zu machen. Und die kommen dann nie wieder raus. Weil da schlimme Dinge passieren. Und, das Ganze ist im ersten Teil sehr, sehr cool gemacht. Also richtig geil, wer den noch nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen und reinziehen. Ich habe schon wieder zu viele Steine hier unten, ich merke es gerade. Ja, und die kommen da nie wieder raus, und aber der Film irgendwie landet wohl doch, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ende war, der Film landet wohl doch bei der Herstellerfirma, wollte ich jetzt gerade sagen, bei der Filmindustrie, und ja, die bringen ihn natürlich raus, bla bla bla, und deswegen gibt es jetzt einen zweiten Teil, weil es heißt angeblich, das, wie war das denn nochmal gewesen? Jetzt muss ich kurz überlegen. Das findige, ja, YouTuber, so wie ich einer bin, oder halt auch andere Leute, gesagt haben, der Film ist echt, und ich kriege jetzt Nachrichten, und da kriegt im zweiten Teil halt einer immer Nachrichten, und er soll auch wohl da hinkommen, und hast du nicht gesehen. Das ist cool gemacht. Ja, ist eine sehr interessante Story. Aber von der Machart her nichts Neues. Halt. Ja. Wie soll ich sagen? Man hätte es. Ja. Ja, anders lösen können, weiß ich nicht. Ich habe ja keine großartige Ahnung, wie man einen Film macht. Weiß ich nur, wie man Let's Plays macht. Weiß nicht, ob man ihn sich anschauen sollte oder muss, aber. Müsste jeder für sich selbst. Mir hat er, wie gesagt, nicht gefallen. Und, mein Gott, kommen wir wieder zurück. Ich komme mir total aus dem Konzept. So. Ich wollte eigentlich die Mauer jetzt. Genau, hier kommt jetzt noch ein Fuß, glaube ich. Der sitzt aber falsch, der Fuß. So. Genau, der Fuß muss nämlich. So. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Huch, hoppala. So, dann kommt nämlich hier nochmal so ein Füßchen hin, und dann geht nochmal eine Wand von da aus nach hier. Ja, also wenn wir mal eben hier so einen Fuß bauen. Ein Fuß. Nennt man das überhaupt Fuß? Ich weiß es gar nicht. Ihr werdet mir das wahrscheinlich sagen können, ob das ein Fuß ist oder ein. Keine Ahnung. So, das sieht ganz. Uah. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Na! Wieso? So. Achso, das kommt. Ja, also doch so. Und dann erst oben drauf der weiche Stein. Der weiche Stein. Der hat nur ein Bein. Der weiche Stein ist nie allein. Ja. So. Natürlich bauen wir auch wieder so einen Pilz drauf. Dann sieht das, nämlich immer schön gleich aus und alles schön. Das sieht super aus. Das ist unsere erste Außenmauer. Wir werden hier wahrscheinlich in der zweiten Folge oder beziehungsweise in der dritten Folge weitermachen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn Tine Wittler wieder hier in der Luft schwebt, ihre Kopanen füttert. Was habe ich eigentlich mit Tine Wittler? Ich weiß es gar nicht. Entschuldigung, falls du gerade zusiehst. Und dann wird hier unser netter Gordon Freeman weitermachen, und währenddessen ich hier wieder in die Kamera winke. Sehen wir uns in einer weiteren Folge, nämlich im Let's Play Minecraft Folge 3. Bis demnächst. Ciao.